bekannte Mitstreiter aus der klinischen Aktivität von früher, die er auch neu projiziert. Und ich berichte Ihnen eingangs vielleicht zunächst relativ banal von einem Interview, das im Mai 1950 ausgestrahlt wurde, und zwar auf BBC. Der Interviewpartner des Redakteurs damals war Fred Hoyle, ein Physiker, ein ganz großer seiner Zunft, ein großer Physiker Großbritanniens, der damals einen Begriff prägte, der Hochkonjunktur bekommen sollte, nämlich den Begriff des Big Bang, der große Knall. Hintergrund dieser Begriffsschöpfung war aber eigentlich ein Gelehrtenstreit, und zwar ein sehr emotionaler Gelehrtenstreit, fast schon ein religiöser. Denn kurz vor dem Interview war einem anderen Physiker etwas gelungen, nämlich Edwin Hubble, Sie wissen, Hubble-Teleskop. Und er konnte den Abstand zwischen Erde und Andromeda in der Nebel messen, quasi berechnen. Und zwar dadurch, dass er die Rotverschiebung entdeckt hat. Und mit dieser Rotverschiebung gelingt es, Distanzen zwischen Gestirnen mehr oder weniger sehr genau methodisch nachzuvollziehen. Allerdings, das Prinzip dieser Rotverschiebung besteht darin, dass die Gestirne sich permanent auseinander bewegen, und wenn sie sich permanent auseinander bewegen, dann muss es einmal einen Knall gemacht haben, und von diesem Knall hat sich dann alles zentrifugal nach außen bewegt. Und obwohl das letzten Endes eine physikalische und keineswegs eine philosophische oder gar eine theologische Aussage war, rief es einen enormen Sturm ideologischer Entrüstung damals in Großbritannien und auch in Europa hervor, den wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Und zwar deswegen, weil manche Gelehrten die Angst hatten, wenn tatsächlich unser Kosmos mit dem Knall einen Beginn hat, wenn das stimmt, dass es geknallt hat, dann muss einmal ein Anfang gewesen sein. Und wenn ein Anfang gewesen ist, dann besteht die ganz große Gefahr, dass da hinten die Tür aufgeht und plötzlich kommt der rein, der es knallen ließ und sagt, ich bin der Weltenschöpfer, ich habe das gemacht. Und aus dieser Angst heraus, dass jemand hier eine theologische Größe aus der Rotverschiebung herausliest, war die wissenschaftliche Gemeinde damals enorm dagegen und ein Sturm der Entrüstung ist losgegangen, wobei Hoyle damals meinte, nur die dummen Menschen würden so etwas wie einen Big Bang, einen großen Knall anerkennen. Für ihn war das Universum ewig, permanent und einen Anfang durfte es nicht geben, denn wenn es einen Anfang gibt, dann könnte es sein, dass es auch eine Schöpfung gibt. Eine völlig ähnliche, fast identische, ebenfalls extrem emotionsreiche Diskussion erleben wir derzeit im Rahmen der Evolution. Denn auch da geht es letzten Endes darum, nicht ob die Evolution stattfindet oder nicht, daran ist kein Zweifel, sondern es ist die Frage, ob die Evolution zufällig stattfindet, also per Random, oder ob sie möglicherweise gerichtet ist. Denn wenn sie zufällig stattfindet, dann spricht das natürlich gegen eine Ordnung und hinter jeder Ordnung könnte auch so etwas sein wie ein Ordner. Wenn allerdings das per Random-Prinzip angebetet wird, dann kann es keinen Ordner und auch keinen Schöpfer geben. Und das ist letztendlich der Hintergrund gewesen, auch der ganzen Diskussion über Christoph Schönborn, über das intelligente Design. Das war ja nicht ein Angriff des Kardinals auf die Evolution, sondern es war letzten Endes eine Kritik des Perendum, des nur durch Zufall kann sich die Evolution entwickeln. Und dieses Perendum stammt ja eigentlich auch nicht von Darwin. Denn Darwin war, wie Sie wissen, ein Lamarckist. Und der Lamarckist orientiert sich auch an der Umwelt
und meint, dass die Umwelt auch auf die Evolution einen Einfluss hat, was ja heute als richtig anerkannt wird. Damals haben die Neodarwinisten, das war nicht Darwin, die Neodarwinisten haben aus der Evolution einen Zufallsgenerator gemacht. Und wieder aus der großen Angst heraus, es geht hinten die Tür auf und es kommt wieder an der Reihe, der hier eine Ordnung vorgegeben hat. Und das darf nicht sein, weil es nicht sein kann. Interessanterweise merken sich gerade im Darwin-Jahr vor 2 Jahren die Hinweise, dass es hinter der Evolution sehr wohl eine Ordnung gibt. Und zwar nicht eine Ordnung, die transzendental und weltanschaulich zu belegen wäre, das muss jeder für sich machen, aber es ist keineswegs so, dass die Evolution und die Entwicklung der Arten nur durch Zufall stattfindet. Denn wir wissen heute, dass unser Genom, also die DNA, ist einerseits eine Perlenschnur, allerdings diese Perlenschnur ist nicht mechanistisch, sondern sie oszilliert ununterbrochen und in dieser Oszillation orientiert sie sich an der Umwelt. Das ist dieser berühmte epigenetische Code, der dann auch in den genetischen Code umgesetzt werden kann. Anders ausgedrückt, die Evolution findet wahrscheinlich dadurch statt, dass unser Genom die Umwelt abtastet und je nachdem, was angenehm für das Überleben ist, das Survival ermöglicht, wird dann ein DNA-Abschnitt aktiviert oder deaktiviert. Sodass man also auch, was die Evolution betrifft, sagen kann, die derzeitige Diskussion, meine Damen und Herren, was die Evolution anlangt, ist extrem emotional und ist eigentlich getragen nur von diesem anachronistischen Willen, das Querendum-Prinzip groß zu halten. So ein berühmter Wissenschaftler wie der Professor Witt aus Innsbruck, den du erkennst, überzeugter Katholik. Auch er kann mit diesem Prinzip der gerichteten Evolution nichts anfangen. Auch für ihn ist aus weltanschaulichen Gründen offensichtlich, obwohl er selbst Christ ist, das Perentum notwendig, allerdings naturwissenschaftlich scheint es so zu sein, dass dieses Perentum-Prinzip, meine Damen und Herren, nicht richtig ist. Durch Zufall kann sich der Homo sapiens nicht entwickeln. Er orientiert sich in der Evolution an dem vis-à-vis, an dem Gegenüber und das Genom tastet praktisch die Umwelt ab. Und durch das Abtasten kriegt es seine Direktion für die Evolution. Es ist also eine Directed Evolution, eine gerichtete Evolution, wie das so schön heißt. Und das scheint offensichtlich für die Evolution entscheidend zu sein. Wenn wir das heutige Thema kurz aufbereiten, nämlich ist es intellektuell redlich, an einen weltlichen Baumeister zu glauben, dann müssen 2 Fragen vielleicht intensiver besprochen werden. Die erste Frage ist, warum glauben Menschen überhaupt an einen Schöpfer? Warum glauben Menschen an einen Gott? Nicht leicht zu beantwortende Frage. Ich persönlich glaube nicht, dass es die Argumente sind. Die zweite Frage, die auch in dem Zusammenhang gestellt werden muss, ist eine intellektuelle Redlichkeit vorhanden, an ein transzendentales Sein auch zu glauben, beziehungsweise es als real anzusehen? Oder machen das nur die wirklich ganz Dummen in den niederen Bereichen? Und diese beiden Fragen, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt kurz mit Ihnen besprechen, beziehungsweise mit Ihnen abhandeln. Und ich beginne mit der ersten Frage, wenn Sie denn recht ist. Warum glauben Menschen an einen Gott? Gott heißt jenseits unserer Wirklichkeit. Ich persönlich bin überzeugt, dass unser Gehirn mesokosmisch ausgelegt ist. Also es ist nur für den Mesokosmos gedacht. Wir können den Makrokosmos nicht verstehen, wir können den Mikrokosmos nicht verstehen, denken Sie an die Quantenphysik. Wir verstehen letzten Endes auch nur das, was in diesem Mesokosmos der Kohlenwasserstoffchemie sich abspielt. Raumzeit. Und aus diesem Horizont heraus ist es unmöglich, argumentativ und intellektuell zu Gott vorzudringen. Das kann man nicht. Daher ist meine These, und diese These habe ich mit Herrn Professor Diering in einem Buch entworfen, es ist eine These, muss ich dazu sagen, dass der Glaube an einen Gott nicht argumentativ begründbar ist,
sondern er ist epigenetisch gesteuert. Epigenetisch gesteuert soll heißen, es gibt ein entscheidendes Prägeerlebnis und dieses Prägeerlebnis ist dafür verantwortlich, ob sich jemand für oder gegen einen Weltenbaumeister, wenn ich das so ausdrücken darf, entscheidet. Die Epigenetik ist nicht ein philosophisches Konstrukt, sondern die Epigenetik, meine Damen und Herren, ist die Architektur unserer DNA. Und diese Architektur der DNA entscheidet, wie wir uns letzten Endes entwickeln, entscheidet auch über unsere Psyche und unsere Mentalität und auch über unsere Auffassungen. Es sind konkret gesagt CH3-Gruppen, Methylgruppen und Phosphatgruppen. Und diese drei Gruppen geben der DNA eine elektrische Ladung. Und diese Ladung kann im Laufe unseres Lebens beeinflusst werden. Das heißt, wir können diese epigenetische Ordnung modulieren und können das, was wir uns angeeignet haben, und das ist der Point, sogar weitervererben. Das heißt, die Liebe, die wir den Kindern angedeihen lassen, die wird epigenetisch in dem Kind imprägniert und diese Liebe können die Kinder auch noch weitergeben an ihre Kinder. Das heißt, das Epigenom ist aneignbar und es ist auf der anderen Seite vererbbar. Früher hat man immer gedacht, nur das Genom ist vererbbar, also die DNA-Sequenz und die Möglichkeit, sich Eigenschaften anzueignen und das weiterzuerben, das wäre wissenschaftlich inkorrekt. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir in unserem Leben unser Genom formen können und das, was wir aus dem Genom dann geformt haben, das kann sogar weitervererbt werden. Also eine völlig neue Sicht auch, die die Philosophie und die Theologie beeinflusst. Es gibt, und das muss ich jetzt dazu sagen, zur Beantwortung der Frage, warum glaubt man an Gott, kommen zu können, es gibt drei epigenetische Fenster in unserem Leben. Und in diesen drei epigenetischen Fenster wird geprägt. Das erste Fenster ist die Schwangerschaft. Das heißt, die Mutter prägt das Kind nicht über das Genom, denn das Genom ist ja bei der Befruchtung schon da, das ist fertig. Kann man nicht mehr viel machen. Nicht? Es prägt aber durch die Schwangerschaft letzten Endes das Kind über die Architektur der DNA und damit begleitet das Kind das Epigenom, das die Mutter während der Schwangerschaft dem Kind gegeben hat. Also wenn zum Beispiel, einfaches Beispiel, wenn die Mutter gemobbt wird, die werdende Mutter, im Zweifel den dritten Trimenon, das heißt, wenn sie von den Schwiegereltern, vom Mann, vom Beruf, großen Stress ausgesetzt wird, dann bewirkt das im Kind eine Veränderung der Architektur des Cortisolrezeptors. Und das Kind hat dann Folgendes mit sich zu tragen, wenn es geboren ist, 20 Jahre nach der Geburt, erlebt es alles, was es als Stress erlebt, mit einem Schallverstärker. Es sieht einen kleinen Stress auf sich zukommen und sofort reagiert das Kind über. Und das ist nicht im Genom, sondern das ist im Epigenom. Das heißt, es ist die Folge, dass die Mutter gemobbt wurde. Das trägt das Kind dann Jahrzehnte mit sich als Hypothek. Und deswegen glauben wir Gynäkologen, dass es natürlich extrem wichtig ist, nicht nur den Blutdruck während der Schwangerschaft zu kontrollieren und das Ei, das im Hahn, sondern auch zu sorgen, dass die Schwangerschaft im zweiten, dritten Trimenon und vor allem friedlich verlaufen. Der friedliche Verlauf der Schwangerschaft ist für das weitere Schicksal des Kindes von essentieller Bedeutung. Erstes epigenetisches Fenster. Ich hole etwas aus, bevor ich dann zum Glauben an Gott komme. Das zweite epigenetische Fenster sind die ersten drei Lebensjahre. Die ersten drei Lebensjahre sind für das Kind von entscheidender Bedeutung, denn das Kind hat zwei Reflexe und mit diesen beiden Reflexen kann es erkennen, wie geborgen es bei der Mutter oder dem Vater ist. Und man weiß durch die Epigenetik heute, dass das, was seit Jahrtausenden der Menschen bekannt ist, naturwissenschaftlich belegt werden kann, nämlich es gibt zwei Momente oder zwei Techniken, die für das Kind
jahrzehntelang später von ganz entscheidender Wichtigkeit sind. Nämlich das Kind muss abgeschmust werden und es muss gestreichelt werden. Das heißt, die Taktilreize, so sagt das in der Naturwissenschaft, die Taktilreize werden vom Kind, von der Haut des Kindes wahrgenommen und über diese Taktilreize geht es in die Epigenetik des Kindes und formt dort die Genstruktur, zum Beispiel im Gehirn. Also auch die Resistenz gegenüber Stress, nicht, wird dadurch bereits präjudiziert. Man kann gar nicht genug die Wichtigkeit dieser epigenetischen Prägung in den ersten 2 bis 3 Lebensjahre einschätzen. Wobei natürlich das Kind ein, Gott sei Dank muss man sagen, ein egozentrischer Utilitarist ist. Also, es ist egal, wer streichelt und wer küsst. Das kann auch eine Amme sein oder jemand anderer. Aber es muss gestreichelt werden, nicht? Es muss geküsst werden. Und das ist natürlich auch, wenn die Kinderkrippen das Kind dann versorgen, nicht immer der Fall, nicht? Weil einfach die Erzieherinnen dort überfordert sind und das aus zeitlichen Gründen nicht können. Also wenn man heute schon mit Gott sei Dank über die Kindergärten, über die Wichtigkeit der Gesellschaft Kindergärten diskutiert, dann darf man nicht vergessen, dass auch die Kinderkrippen fast noch entscheidender sind. Denn in den Kinderkrippen erfolgt die entscheidende Prägung im zweiten Fenster. Das dritte Fenster, meine Damen und Herren, und dann gehen die Balken zu an dem Fenster und es ist beendet. Das dritte Fenster ist die Pubertät. Der Zeitpunkt, wo die Geschlechtshormone von den Gonaden im Gehirn andocken und dort vieles verändern. Zum Beispiel, wie die Sexualität des zu erwachsen werdenden Kindes werden wird. Wird er homosexuell, wird er heterosexuell, wie begegnet er vor allem dem anderen Geschlecht, auf welcher Augenhöhe, was erlebt das Kind oder was empfindet es als erotisch, was wird später in den nächsten Jahrzehnten von ihm als erotisch angesehen, wie ist es in der Lage, die Sexualität zu leben, in egoistischer oder in altruistischer Art und Weise, ist es vertraut mit der Nachhaltigkeit der Sexualität. Das alles findet in den Prägejahren des dritten Fensters statt, also im dritten epigenetischen Fenster, und das ist die Pubertät. Und man darf nicht unterschätzen, welchen enormen Einfluss das Erscheinen der Sexualhormone im Gehirn hat. Das ist ähnlich wie das Schmusen und Streichen in den ersten 2 Lebensjahren. Genauso ändert sich dramatisch im Gehirn des Kindes oder des Pubertierenden, wenn Testosteron, Östrogen, Progesteron hier eintreffen. Dann hat man ein Prägefenster und dieses Prägefenster ist von einem Norma bedeutet. Und in dieser, und dann muss man vielleicht dazu sagen, wenn diese 3 Fenster geschlossen sind, dann ist das Leben präjudiziert. Es gibt natürlich schon den Freiwilligen, aber das ist kleiner als man denkt. Aber nach diesem epigenetischen Fenster, nach dem Fensterschluss, nicht Fenstersturz, sondern Fensterschluss, dann geht das Kind präjudiziert so durchs weitere Leben. Und vieles, was es später dann erlebt und später auch erfährt, ist durch diese 3 Prägefenster getätigt. Natürlich kann man die Epigenetik auch später noch verändern, man kann modulieren, aber das ist alles sehr, sehr relativ. Nicht? Die entscheidenden Prägungen, die entscheidenden Faktoren sind früher gefallen. Und in diesem dritten epigenetischen Fenster haben Professor Dierding und ich, und das ist, muss ich dazu sagen, eine Hypothese, die Hypothese aufgestellt, dass in dieser Phase, in dieser kritischen Phase, auch die epigenetische Entscheidung darüber passiert, ob man einen Weltenbaumeister akzeptiert oder nicht. Und zwar in kritischen Prägemomenten, die man natürlich beschreiben kann, die aber für jeden Menschen unterschiedlich und opportunistisch sind. Man wird nachher nicht mehr sehr viel ändern können. Und persönlich habe ich auch den Eindruck, wenn jemand eine Meinung hat, dass es Gott gibt, dann bleibt er dabei. Und wenn jemand der Meinung ist, es gibt Gott nicht, dann bleibt er auch dabei. Man kann nur im Freiraum missionieren. Wenn die Entscheidung gefallen ist, kann man mit Argumenten wahrscheinlich nicht mehr sehr viel machen. Das ist geprägt und das bleibt so.
Und deswegen ist natürlich diese Lebensphase, und interessanterweise haben wir die Christlichen hier, auch hier in diesen drei Phasen immer so etwas wie Sakramente angesetzt, nicht? Weil es wichtige Phasen sind in der Biografie eines Menschen. Wenn einmal die Prägung steht, dann ist es so. Und dann kann man eigentlich nur eines machen, man kann nur Toleranz üben. Dass der einen das so geprägt bekommen hat, und der hat das so geprägt bekommen. Man kann es nur akzeptieren. Man kann in der Frage wirklich nur den Toleranzblut beibringen, um das so auszudrücken. Es ist verständlich, dass natürlich die europäische Geistesgeschichte gefragt hat, ja, wieso ist das so? Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht Zufall? Und ist der Zufall nicht ein großer Ungerechtigkeitsfaktor? Und das hat eigentlich schon ein Kirchenlehrer wie zum Beispiel Augustinus im vierten nachchristlichen Jahrhundert, der hat sich mit der Frage schon auseinandergesetzt, hat natürlich von der Epigenetik überhaupt keine Ahnung gehabt, nicht? Aber hat schon die Frage gestellt, na, wieso glauben manche Menschen, wieso glauben andere nicht, wieso können sie das, wieso haben sie dieses Geschenk plötzlich bekommen, epigenetisch geprägt, wieso haben sie dieses Geschenk, das im Lateinischen, wie sie wissen, Grazia heißt. Grazia, das fälschlicherweise mit Gnade übersetzt wird, es ist ein Geschenk, es ist ein Donum. Und dieses Geschenk entzieht sich mehr oder weniger unserer Willkür. Grazia natura, wie das so wunderschön heißt, quesimus domini, mentibus nostris infunde. Also das Geschenk schütte aus, domine, in mentibus nostris, in unser Herz, infundiere, infunde, Infusion quasi, nicht? Also, nur das muss man nicht so hinnehmen, und das ist letzten Endes ein Mysterium, das muss man aber auch dazu sagen, das ist eine Hypothese von Bierich und von mir, und soll halt den Diskussionsprozess weiter vorantreiben. Zweite Frage. Wahr ist es nun, wenn man sich tatsächlich epigenetisch für einen Schöpfer, für Gott prägen hat lassen, ist das intellektuell redlich oder muss man sich genieren, das öffentlich zu sagen, was wir manchmal tun, leider, weil die Briten oft sagen, naja, wenn sie sich die Naturwissenschaftler anschauen, die Nobelpreisträger, also der größte Teil glaubt gar nicht an Gott, also die an Gott glauben, die haben wahrscheinlich einen niedrigen IQ, so sagen die Briten das relativ gut an. Also ist das so oder kann man hinter diesem Vorwurf doch ein Fragezeichen setzen? Darüber zu diskutieren, meine Damen und Herren, ist deswegen extrem schwierig, weil die Zeit eigentlich die Reife dafür, für diese Diskussion verloren hat. Die Zeit ist nicht mehr reif für eine solche Diskussion. Denn Sie wissen, dass die Moderne, wir reden über Moderne, der Auffassung zustimmt, das Leben sollte in seiner Immanenz, in dieser Immanenz, reichlichst aufgefasst werden, um alles im Diesseits anzusiedeln, der Erde praktisch treu zu bleiben und vor allem massiv hier zu konsumieren. Eine Zeit mit so einer Mentalität ist nicht mehr reif, die Frage nach einem transzendentalen Gott oder nach einer transzendentalen Wirklichkeit zu stellen. Denn die Erhebung des Konsums zum Maß aller Dinge, die gleicht förmlich einer Investitur, dem Eintrittsstein in die neue Welt. Investitur. Man wird investiert. Man bekommt die Abzeichen, die neue Zeit erleben zu dürfen. Es ist eine zügellose Steigerung des Konsums und irgendwie trifft in umgekehrter Weise der Wahlspruch Karl des V. darauf zu Spanien, nicht? Meine Welt ist so groß, da geht die Sonne nicht unter. Non plus ultra. Darüber können wir nicht mehr hinaus. Und das scheint auch für den Konsum zu sagen. Es ist, ein Franzose hat das so schön dargestellt,
die alltägliche Routine oder diese zügellose Steigerung gleicht der täglichen Routine der Ausschweifung, einer richtigen Ausschweifung in den Großkaufhäusern, die die neuen Kränker geworden sind, nicht? Die Kaufhäuser. Man hat dort das Dopamin und man hat dort die Diesseitigkeit und vergisst natürlich völlig auf das Transzendentale. Denn wenn unser Gehirn dieses Genießen und Konsumieren ermöglicht, dann interessieren uns natürlich transzendentale Wirklichkeiten überhaupt nicht mehr. Dann reißen wir die Brücke ab. Persönlich glaube ich aber, dass das wirklich die Gretchenfrage ist. Nämlich, es geht natürlich schon um karitative Perspektiven des Christentums. Es geht um die Geschichte des Christentums. Aber letzten Endes, meine Damen und Herren, der entscheidende Punkt und die entscheidende Frage bei jeder Pastoral ist man für eine transzendentale Wirklichkeit offen und dafür musikalisch, ja oder nein? Und das ist meines Erachtens nach die wirkliche Gretchenfrage und daran orientiert sich alles. Und in dem Zusammenhang darf ich Ihnen Wolf Singer zitieren. Das ist der größte Gehirnforscher, den wir momentan haben. Und er sagte vor einiger Zeit, er lebe mit der Gewissheit, dass das, was sich uns erschließt, als Gehirnforscher, dass das nur ein Teil von etwas Größerem, nicht Erfassbarem sein kann. Also der Hirnforscher unserer Zeit konfirmiert mehr oder weniger, dass die Erkenntnisse unseres Gehirns nur ein kleines Segment der Wirklichkeit zu erfassen imstande sind. Was natürlich auch noch kein Gottesbeweis ist, aber es legt nahe, dass es darüber hinaus andere Dinge auch noch gibt und es erscheint deswegen intellektuell redlich, den Menschen diese über unser diesseitiges Gehirn hinausgehenden Wirklichkeiten mit einem Schöpfer und mit einem Weltenbaumeister assoziieren. Wenn man sich die Physik des 20. Jahrhunderts anschaut, so bekommt man die Geschichte des 20. Jahrhunderts, meine Damen und Herren, ist lesenswert. Und Sloterdijk hat ein wunderschönes Buch darüber geschrieben, das ich Ihnen wärmstens empfehle. Ich bin nicht an den Themen beteiligt, nämlich was geschah im 20. Jahrhundert. Und er führt eine Fülle auf von der völligen Zerstörung der Atmosphäre, der Weltmeere, von der unüblichen Nahrungseinnahme, von dem massiven Konsumieren von Tieren, von den hunderten Millionen Tiere, die jährlich geschlachtet werden, die aber auch letztendlich die Stratosphäre enorm belasten und kommt dann am Schluss zu einem Bruch, nämlich man soll nicht vergessen, dass es letztendlich auch die moderne Physik war, die das 20. Jahrhundert determinierte und die Erkenntnisse zeigten, die auch in unserer Frage nicht uninteressant sind. Denn diese Physik des 20. Jahrhunderts lehrte uns, dass die Grundlagen des Kosmos Felder sind, die den ganzen Raum gleichmäßig ausfüllen über die Milliarden, Milliarden von Lichtjahren. Und nur gelegentlich tritt aus diesen Feldern, nämlich dann, wenn genug Energie vorhanden ist, dann tritt Materie hervor. Dann materialisieren sich diese Felder. Und diese Materie führt dann einen sehr metastabilen, mehr oder weniger lang andauernden Tanz durch. Und diesen Tanz nennen wir unser Leben und nennen wir unseren Körper. Und dann allerdings, bevor oder wenn die elektronische Energie absinkt, wieder in das Hintergrundfeld von dort, von wo es gekommen ist, zurückzugehen. Pulp is es, etwa Pulverin bewertet. Unterschreitet also die Energie den kritischen Wert und der Tod, meine Damen und Herren, ist letzten Endes nichts anderes als eine Mülltrennung. Eine Mülltrennung. Der eine Teil wird abgetrennt und der andere Teil, das Energetische, das kehrt in den Hintergrund zurück. Unterschreitet die Energie den kritischen Wert, dann kehrt auch die Materie selbst wieder in das Hintergrundfeld zurück.
allerdings wahrscheinlich seine Impressionen, die es sich während dieses Tanzes, dieses metastabilen Tanzes erworben hat, mitnehmen. Nimmt es in den Hintergrund mit. Und das alles folgt wunderbaren Gesetzen. Einem Design und das Wort Kosmos, wie Sie wissen, nicht? Makrokosmos, Mikrokosmos, das kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und heißt wunderschön Kosmetik. Und diese Ordnung, die dahinter ist, ist eine schöne Ordnung. Es ist eine wunderbare Ordnung und es ist emotional verständlich, wenn dort in dieser wunderbaren Ordnung jemand ein Etwas ansiedelt, das unseren Geist unterscheidet oder überschreitet und dieses Etwas auch transzendental belegt. Die Physiker und Mathematiker werden mir verzeihen, wenn ich das jetzt im Detail noch zitiere, aber Sie sehen, wie diese wunderbare Kosmetik des Makrokosmos in einer Art zusammengearbeitet hat, dass wir es zwar berechnen, aber in keiner Weise verstehen können. Wir können es nicht mehr perzipieren. Wir können es berechnen und es bewundern, aber verstehen tun wir es nicht. Denn diese berühmte Planck-Zeit, die Sie erkennen, nicht, die beträgt nur 10 hoch minus 43 Sekunden. 10 hoch minus 43 Sekunden. Also unvorstellbar klein, kann man sich da nicht vorstellen. Und in dieser Planck-Zeit, in dieser Zeitspanne, musste nach dem Urknall alles, vor allem die Weichen, für die kosmische Evolution richtig eingestellt worden sein. Das heißt, in kürzester Zeit, in für uns unvorstellbar kurzer Zeit, mussten die Weichen gestellt werden. Und zwar die Weichen für die nächsten 10 hoch 60 Planck-Zeiten. Denn da sind wir momentan. Etwas zu schaffen, das nach 10 hoch 60 natürlichen Zeiteinheiten noch funktionieren soll, und das nur in 10 hoch minus 43 Sekunden entstanden ist, das, meine Damen und Herren, ist für unser Gehirn unvorstellbar. Und es ist verständlich, dass es Menschen gibt, und es ist daher auch intellektuell redlich, die nicht der Auffassung sind, das ist per Random entstanden, eher Darwinisten, sondern dahinter ist eine Ordnung und ein Ordner, die unseren Geist übersteigen. Denn die Evolution hat ja den Homo sapiens mit Gehirnen ausgestattet, die letztendlich nur für die tribalen Standardfunktionen notwendig sind. Für Reproduktion, Ernährung, Erhaltung der Art. Das sind die tribalen Standardfunktionen, für die die Evolution den Menschen gemacht hat. Aber nicht, dass er über den Horizont des Diesseits hinausgeht. Das kann er vielleicht berechnen. Aber er kann es nicht verstehen. So dass also die Botschaft des religiös-musikalischen in der Überzeugung letzten Endes kumuliert, dass es jenseits der hormonell gesteuerten Bewusstseinswelten noch andere Wirklichkeiten gäbe und das intellektuell prägt. Vor 2 Wochen hatte ich in der Hofburg eine sehr anregende Diskussion mit Peter Paul Wismar. Und er ist der Meinung, die große Zeit des Feuerbachs wird noch kommen. Ludwig Feuerbach kennen Sie ja. Und das wird ein feuriger Bach für das Christentum sein, denn da wird man sehen, dass all das, was mit Gott zusammenhängt, nichts anderes ist als eine Projektion, eine Einbildung, eine Projektion des Gehirns, eine Erfindung quasi unseres Gehirns. Kennen Sie. Nur in der Zwischenzeit gab es vergangenes Jahr den Nobelpreis für Medizin. Und dieser Nobelpreis wurde vergeben für die Entdeckung der sogenannten Blase-Cells und der Time-Cells. Das heißt, unser Gehirn ist natürlich kreativ, aber in erster Linie ist es reaktiv. Es erschafft nicht eine Wirklichkeit, und er schafft auch nicht eine Einbildung und eine Imagination, sondern es nimmt Maß an der Umwelt, die um uns sich befinden. Wann immer Sie irgendwo hingehen, auch heute, wenn wir da sitzen, wird in unserem Gehirn ein Neuron geschaffen, Blase-Cells, und der heutige Ort
wird mit einem Neuron determiniert. Das heißt, überall, wo Sie Ihren Leben waren, und machen Sie viele Reisen, meine Damen und Herren, das tut dem Brainstorm gut. Überall, wo man war, wird ein Neuron gebildet und dieses Neuron heißt Brainstorm und spiegelt die Wirklichkeit wider, nämlich dort, wo wir waren. Das Gleiche gilt auch für die Timesets. Also wunderbare Arbeiten könnte man stundenlang darüber referieren. Was immer Sie in der Zeit erleben, wird in unserem Gehirn von einem Neuron abgespeichert. Das heißt, dieses Neuron ist zum Beispiel für den heutigen Montag um 17.40 Uhr zuständig. Anders ausgedrückt, und deswegen komme ich dazu, was wir erleben und was unser Geist dann letztendlich reflektiert, das wird abgebildet, allerdings von außen. Nicht wir schaffen uns die Wirklichkeit, und man könnte weitgehend dazu sagen, nicht wir schaffen uns die Vorstellung eines Weltenbaumeisters, sondern die Wirklichkeit, die primär uns umgibt, die schafft unsere Genom, die Evolution, Epigenetik, die schafft letzten Endes unser Bewusstsein und die schafft auch die Vorstellungen, die wir haben. Das Denken, und das sagen auch die Experten, das Denken ist nicht die Erfindung von irgendwelchen irrealen Möglichkeiten, wie die Erfindung eines Gottes, sondern Denken ist Teilnahme am Wirklichen, an dem, was existiert. Wir denken Kausalitätskategorien, weil die Kohlenwasserstoffphysik kausalitätsbezogen ist, sie hat uns geprägt, auch die Umwelt. Alle unsere biologischen Reaktionen spiegeln die Schwerkraft wider, weil diese bei der Entstehung des Lebens a priori vorhanden war. Und für den Weltenbaumeister, meine Damen und Herren, könnte Gleiches gelten. Gäbe es ihn nicht, wir hätten von ihm keine begriffliche Ahnung. Denn wer nicht das Auge sonnenhaft? Johann Wolfgang von Goethe. Wer nicht das Auge sonnenhaft, es würde nie die Sonne erkennen. Wer nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnte uns Göttliches entzünden? Und mit diesem poetischen Wort zum Sonntag danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.